Der FC Basel trennt sich vom Heiko Vogel. Was der FCB heute am Morgen kommuniziert hat, ist fast schon logisch gewesen. Es sei einem Vogel nicht gelungen, aus der Negativspirale auszubrechen, schreibt der Verein als Begründung für diesen Entscheid. Richten soll es jetzt Fabio Celestini. Der war vorher noch ohne Verein gewesen. Zuletzt hat er den FC Sion trainiert und steht jetzt also beim FCB an der Seitenlinie. Dass der Vogel muss gehen und ein neuer Trainer kommt, das kommt bei den Leuten, die wir gefragt haben, sehr unterschiedlich an. Es kommt darauf an, wie sie der Mannschaft in den Köpfen ausgesetzt. Wenn sie wollen, meine persönliche Meinung ist, sie haben, glaube ich, beim Vogel nicht das Recht wählen. Aber ich denke, es ist eine Verunsicherung in der Mannschaft selber. Und ja, also ich denke, einfach, sie müssen einfach zusammen auch daran arbeiten und nicht nur einfach ja, am Trainer. Er kann vielleicht noch andere Sachen einbauen, aber rein am Trainer allein glaube ich nicht. Was mir auffällt, die Buben laufen nicht. Man sollte endlich einmal denen den Lohn kürzen, dass sie mal arbeiten müssen. Und das ist das Grundübel. Der Trainer kann keine Goal schießen. Das müssen die Spieler machen. Und das sind Fühle Sack, sage ich jetzt einmal. Der Fabio Celestini kommt jetzt, kriegt der FCB unter ihm jetzt Kurve. Ich hoffe es. Es wäre schade, wenn der FC Basel absteigt oder einfach weiter unten bleibt, weil der FC Basel gehört einfach eigentlich schon auf in die Tabelle. Haben Sie Angst, dass der FCB absteigt? Ich habe Angst, dass er absteigt, ja. Und ich fände es mega schade, weil das, was er alles in diesen Jahren geschafft hat und jetzt einfach absteigt, also finde ich echt traurig. Ich glaube es nicht. Sie werden die Kurve dann schon noch finden. Aber dann müssen sie mal ein Goal schießen und nicht immer überkommen. Das ist dann eben das grosse, Problem. Das also sind ein paar Meinungen von den Menschen hier aus der Region, wir haben es gesagt. Für den Heiko Vogel kommt der Fabio Celestini, der gebürtige Lausanner, wird übrigens heute 48 Jahre alt. Und er ist also der Mann, der den FC Basel vor dem Abstieg retten soll. Bei uns im Studio ist jetzt der Sportredakteur, der Florian Metzger. Florian, es sind ja noch andere Namen auch im Spiel gewesen, wie zum Beispiel Martin Andermatt, der Giorgio Contini oder der Alain Geiger. Jetzt ist es der Fabio Celestini. Ist es für dich eine logische Wahl? Ja, Lausanne, Lugano, Luzern, Sion und jetzt also der FCB. Es ist schon sein fünfter Super League-Verein als Trainer. Und er kennt halt den Schweizer Fußball durch das sehr gut, aber er hat auch internationale Erfahrungen schon können sammeln. Er ist mehrsprachig und weiss auch von seiner Spielerkarriere sehr gut, was es braucht, um sich durchzusetzen als Spieler im Ausland. Und das passt sehr gut zum FCB, zu der FCB-Philosophie und schlussendlich auch zum jungen FCB-Kader. Sein grösster Erfolg hat er als Trainer beim FC Luzern gefeiert, mit dem Göpp-Sieg, aber beim FCB geht es momentan ja nicht um Titel. Es geht um einen Abstiegskampf und auch das hat er bewiesen, dass er das kann, nämlich bei Lausanne Sport. Also ja, yeah, für mich ist es eine logische Wahl, auch wenn bei vielen wahrscheinlich sein Name nicht gerade so oberst auf der Liste gestanden ist. Und für welche Art von Fußball steht denn er? Er lässt schon gepflegten Fußball spielen, aber er ist nicht unbedingt bekannt für den attraktivsten Offensivfußball. Und genau das braucht es auch nicht jetzt gerade beim FCB. Der FCB braucht einen Trainer, der wirklich Stabilität und ja, auch Sicherheit in die Mannschaft hineinbringt. Das traue ich ihm zu. Das hat er nämlich beim FC Lugano oder auch beim FC Luzern durchaus geschafft. Wie viel Zeit hat er für den FCB? Ja, wenn jetzt auch noch der dritte Trainer, also nach dem Heiko Vogel und dem Timo Schulz, auch noch der Fabio Celestini keinen Erfolg sollte haben mit dieser Mannschaft, dann hoffe ich schon auch, dass die Führung sich eingesteht, dass es eben nicht eine Frage vom Trainer ist, sondern eine Qualitätsfrage vom Kader. Und darum glaube ich schon, dass er ein bisschen mehr Zeit bekommt, aber er muss natürlich auch Resultate liefern. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, zum Beispiel Alex Frey oder auch Timo Schulz, die haben jeweils einen 2-Jahres-Vertrag bekommen, hat er nur gerade bis Ende Saison unterschrieben. Und da wird wahrscheinlich schnell mal die Frage irgendwie aufkommen, ob das wirklich langfristig auch der richtige FCB-Trainer ist oder ob man ihn jetzt nur für die schwierige Situation geholt hat. Du hast es gerade gesagt, der sowieso schon finanziell angeschlagene FCB, der muss jetzt gerade mehrere Trainer mit Löhnen zahlen.
Genau, der Alex Frey ist seit dem Sommer also nicht mehr unter Vertrag. Dort haben sie ihn aufgelöst. Also der Lohn fällt weg, dass er Aarau-Trainer werden konnte. Dann muss er aber tatsächlich der FCB noch 3 Trainerlöhne zahlen. Einerseits am Fabio Celestini natürlich, dann am Timo Schulz und am Heiko Vogel. Die stehen ja beide auch noch unter Vertrag. Das ist die saftige Rechnung, die die FCB-Führung mit den zahlreichen Fehlern in der Vergangenheit zu verantworten hat. Florian, besten Dank für deine Einschätzungen.